Ja, was soll ich sagen? Schwerfällt, weil ich halt eben wirklich 0,0 von Riesen angegriffen. Von Riesen, ja, ich werde mit Riesen angegriffen. Ich habe nämlich da so ein geiles Upgrade. Und zwar geht es darum, es ist ein übelster luftfähiger Hack. Der fegt nicht nur die Lufttruppen weg, sondern auch die ganz normalen. Hi Leute, hier ist der Gusor wieder. Wir haben es Montag und ich freue mich, dass ich wieder was aufnehmen kann. So, ich muss mal gucken, ist die. Nee, das sollte passen. Von der Lautstärke sollte es okay sein. So, oh, mit dem anderen Account, ich habe es heute leicht verkackt. Ich bin mit dem anderen Account wirklich eine Minute zu spät reingekommen. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo du sagst, ah, leicht schade, leicht schade. Und wurde natürlich richtig auseinandergenommen, weil ich das Wochenende lang gar nicht online war mit dem anderen Account. Und naja, dann ist natürlich einiges weg. Aber was ist neu? Luftfeger Level 5. Und ich kann ihn ja jetzt nicht mehr auf 6 upgraden. Klar, weil ich nur Town Hall 9 bin. Und jetzt kann ich den in Anführungsstrichen so wirklich integrieren, was mir aber eigentlich auch so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, schwerfällt, weil ich halt eben wirklich 0,0 von Riesen angegriffen, von Riesen, ja, ich werde mit Riesen angegriffen. Ich habe nämlich da so ein geiles Upgrade und zwar geht es darum, es ist ein übelster luftfähiger Hack, der fegt nicht nur die Lufttruppen weg, sondern auch die ganz normalen Truppen, die so rumlaufen. Ja, das wäre natürlich ziemlich geil. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich bin der Meinung, der müsste doch auch hierhin passen und ziemlich cool dann aussehen. Jetzt machen wir einen Turnaround. Ich sag mal so. Ja, ich mach das so. Und dann hauen wir den. Nee, wenn ich da jetzt nichts habe, kriege ich da aufs Gesicht. Deswegen muss da irgendwas reingestellt werden. Mit den Mauern, das muss ich noch ein bisschen anders machen. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass das sonst nämlich nicht so ganz klappt. Die habe ich einfach mal so gebaut, aber mir gefiel das Mauer, also das Base-Design eigentlich relativ gut. Ich dachte nur, ach naja, baust du mal so und so und so. Und ist das bei rausgekommen. Das finde ich ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So. Jetzt aber mal kurz hier. Na, ich könnte theoretisch den eins nach vorne, das würde schon reichen. Jo, machen wir es so. Machen wir es so, wenn da einer durchkommt, gibt es gleich auf den Sack. Das ist doch nice. Dann wollen sie da hingehen. Ja, genau, dann kriegen sie immer gut einen weg. So, haben wir das. Haben wir das. Hier und jetzt eben die Bereiche hier. Die hier, genau, ihr seht es selber. Die Bereiche waren komplett gezähnt, schönes Ding. So, und dann sitze ich aber hier und da, wo es wirklich wichtig ist, war halt nichts. So, ich bin doch eigentlich der Meinung, dass ich den. Kann ich die nicht? Egal. Ich bin der Meinung, ich hätte die normalerweise hin und her schieben können. Aber egal. Also, dass man die entfernen kann. Ist das vielleicht auf Android anders als auf dem Dings? Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen durcheinander. Aber egal, wichtig ist ja, dass hier die Sachen ein bisschen, also die Mauern einfach ein bisschen besser stehen als vorher. Das hier ist auch nur eine Neuner. Und die Neuner muss weg. Dann muss da eine Zehner hin. Ich habe das echt verplant. Also ich dachte mir, oh ja, cool, Hauptsache erstmal fertig. Da wenigstens schon mal eine Neuner hingemacht. Ja, okay, dann ist das schon in Ordnung. Dann, ja, da auch. Ja, okay, so passt schon mal. Ansonsten würde ich natürlich auch sagen, sonst eventuell innen drinne wieder die fetten Mauern. Aber die zerballern sich schon ganz am Anfang schon gut mit den. Mit den. Bombesklett. Mauerbrecher. Scheiße. Ja, damit verballern die sich schon gut was. Und dann passt es eigentlich. Päcker wäre nice. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Klar, es ist wieder eine Art Werbung, wie auch immer, klar. Aber wie gesagt, ich will euch das auch einfach zeigen, dass ich
die Gems halt auch für sowas nutzen kann. Ich habe das immer noch nicht aufgeladen, weil es reicht ja momentan auch noch. Bloß wie gesagt, in so einer Situation, wenn gerade CW ist oder sowas, dann sage ich mir auch, hey komm, ihr habt mir mit App Bounty geholfen, mit den Anmeldungen, wenn ihr das natürlich weiterhin machen wollt, wenn ihr auch sagt, ach kommt, das probiere ich mal aus, ist ein Link mit unten drinne, kein Thema. Und wie gesagt, ihr habt mir damit geholfen, damit verdiene ich ja halt eben auch was an Gems und dann passt das auch, dann kann man die auch dafür nehmen. So, fertig aus. So schaut das aus, Leute. So, jetzt gucken wir mal. Sehr geil. Das ist doch ein schöner Verteidigungslog. Oh, ich wurde nicht mal geblitzt. Guckt euch das an. Hier einer. Ja, in Ordnung. Geil. Das ist ja besser, als ich überhaupt gedacht hätte. Wir haben 61 KD, Alex. Ich habe es jetzt 10:46 Uhr. Ich könnte 2 Stunden boosten und dann könnte ich den King schlafen legen. Das wäre eine Option, die eventuell. Ah, besonders jetzt ist gerade der Loot gut. Kann ich das bringen, 2 Stunden jetzt zu boosten? Ja. Ja, ich kann es bringen. Ich kann es bringen. Ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, ich kann es bringen und ich werde das dann auch machen. Ah, 900 Dunkles, auch nicht so verkehrt. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, aber der Rest ist mir einfach zu wenig. Und das geht natürlich nicht. Auch nicht, ah, so grundsätzlich auch nicht schlecht vom Loot her. Aber dann haust du doch wieder ein paar mehr Truppen rein. Ihr kennt das selber. Dann, ach naja, komm, noch ein paar Kobis. Ach, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und schon sind deine Troops wieder halb leer. Oder fast ganz leer. Wie auch immer. What the fuck? So, ja, ansonsten kam beim letzten oder vorletzten Video die Frage, wohnst du denn noch bei deinen Eltern, weil das ja alles in diesem kleinen Zimmer ist? Nein, ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Ich wohne schon seit längerer Zeit, beziehungsweise eventuell sogar länger, als manche von euch alt sind, nicht mehr bei meinen Eltern. Und zwar wohne ich seit. What the fuck? Was ist das? Seit 13 Jahren wohne ich nicht mehr bei meinen Eltern. Und warum bin ich denn in diesem kleinen Hüttchen hier? Kann ich euch auch erzählen. Und zwar hat das was damit zu tun. Ich wohne ja in der Nähe von Flensburg. Da habe ich auch mein Haus. Und in diesem Haus wohne ich mit meiner Frau und meinem Kind. So. Und die Sache ist einfach wirklich die, muss man wirklich sagen. Ich habe ja 2 Tage in der Woche Zeit. Ihr seht auch immer, komisch. Der Gusua schreibt am Donnerstag und am Montag schreibt er einfach super viel auf seine Kommentare, die er bekommt, zurück. Und in den anderen Tagen gar nicht oder so gut wie nicht. Warum? Weil ich, wie gesagt, in dieser Zeit halt eben in Hamburg bin und dann eben auch die Zeit dafür nutzen möchte. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, naja, warum machst du in der restlichen Zeit nicht auch noch was? Aber muss ich wirklich sagen, das unterscheidet sich halt eben dieser normale Faktor, gut, okay, ich bin halt noch jung und gehe zur Schule. Und eben dieser andere Faktor, okay, ich verdiene Geld und muss auch irgendwo meine Familie versorgen und natürlich auch Zeit mit denen verbringen. Ganz klare Sache. Weil wenn man jetzt wirklich sagt, gut, okay, komm, ist mir alles scheißegal, ich will erfolgreich auf YouTube sein und da ist mir alles andere egal. So, dann geht irgendwann die Familie den Bach runter und dann heißt es ja, hättest du mal ein bisschen mehr mit deiner Familie gemacht und das will ich einfach gar nicht, dass das passiert. Deswegen wird das alles auf Hamburg verlagert und deswegen seht ihr mich halt immer in diesem Bereich. Wenn, ich betone, wenn das irgendwann mal so kommen sollte, dass man wirklich übelst am Abgehen ist, dass es wirklich so krass läuft, dass man, ja, dass es einfach so geil läuft, sage ich mal, dass man wirklich nichts anderes mehr machen müsste. Müsste. Wie gesagt, dieser Faktor ist noch nicht eingetreten und er würde auch noch eine Weile auf sich warten, ganz klar. Aber wenn es so sein würde, dass ich damit genug Geld verdienen würde, dann wäre das anders. Dann würde ich auch sagen, gut, okay, man hat halt wirklich die Zeit, sage ich mal, die man eben für die normale Arbeit normalerweise nehmen würde. Also ich dackel eben von Nähe Flensburg nach Hamburg, so gut wie jeden Tag. Und wenn man dann wiederum sagt, gut, okay, das kann man sich schenken, weil eben das Hobby mittlerweile so viel
Und ganz, ganz wichtig, das Hobby. Also nicht, ah ja, ich setze mich jetzt ran und sage, oh, cool, ich muss jetzt wieder ein Video bringen. Nee, es ist halt einfach wirklich Hobby, was eben auch zusätzlich noch Geld einbringt. Würde das jetzt aber so sein, dass es halt richtig abartigst viel Geld einbringt, dann wäre es so, dass ihr direkt Videos von mir zu Hause, also beziehungsweise, dass ich zu Hause aufnehmen würde, klar, logisch, weil was liegt näher? Ich meine, du sitzt zu Hause, bist in Anführungsstrichen am Chillen, machst das, was dir einfach mal megamäßig Spaß macht und dann kann man eben auch sagen, gut, okay, es wirft genug Geld ab, ich würde trotzdem noch irgendwie eine andere Arbeit machen, weil alleine die Abgaben sind ja dann so exorbitant hoch. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also Fakt ist, dann würde es halt eben so sein, dass ich von zu Hause agieren würde und dafür halt einfach noch mehr Zeit hätte. Weil jetzt habe ich halt nur 2 Tage in der Woche und dann hätte ich halt eben, ja, ich sag mal 5, 6 Tage in der Woche und natürlich einen ganz anderen Zeitrahmen. Und das würde man natürlich auch in den Videos sehen. Viele fragen mich auch, oh, kannst du nicht mal das und das mal? Oder wo bleibt GTA? Wo bleibt GTA? Ja, GTA ist total geil. GTA ist super geil. Bloß die Sache ist einfach die, ich will halt eben auch bei COC euch immer wieder was bringen. Und dazu wastet man halt viel Time. Ganz klar. Und da sage ich dann auch, naja, dann geht COC in dem Fall einfach ein bisschen vor. So ist das halt. Und so sieht's halt aus. Und ich hoffe, jetzt konnte ich das aufklären. Ein bisschen. Jetzt machen wir es mal so, dass wir von hier rangehen und dann aber dort die Mauer cracken mit dem Wallbreaker. So, und dann machen wir hier ganz easy und geht. Ah, schade. Ah, ich hätte gedacht, dass ich den mit dem Magierturm noch leichter umherzirkeln kann. Aber auch das ist natürlich gar kein Thema. So, jetzt haben wir hier alles Goldige. Ja, sollte gar kein Thema sein. Hier hätten wir noch ein bisschen was Dunkles, was ich auch ziehen will. Und ich will natürlich aber auch. Ah, ich habe meine. Egal, hier haben wir keine Fläche. Bam, weg damit. Genau. Ach, King, komm, tu. Ah, nee, nee, wenn ich den King jetzt raushaue, ist nicht so lustig, weil dann rennt der garantiert wieder außen rum und kriegt da wieder einen totalen Haschmich. Habe ich keinen Bock drauf. Ah, sollen die Riesen da durch? Ja, wa? Ah, ihr Mauerbrecher lauft eh, wie ihr wollt. So. Ja, ich hoffe, das konnte ich von der Erklärung, denke ich, sollte das einwandfrei bei allen angekommen sein, dass das so halt einfach passt, sage ich mal. Beziehungsweise weswegen ich dann eben, wie gesagt, in diesem Zimmer aufnehme und so weiter und so fort. Das sollte, denke ich, alles geklärt sein. Und jetzt schießen wir da noch schön das Dunkle weg. Ja, direkt ins Gesicht von dem Gegner. Ich mach den Gegner so richtig fertig. Ja, also ihr seht, ich habe wieder einfach gute Laune. Und meine Mails gehen hier ab, das geht ja gar nicht. Oh, oh, nee, ha, noch eine geile Sache. Also ich fand das mit dem Video ja total geil. Also einer schrieb ja dann auch, oh, hier hier mit den 5 Dingen, die kein COC-Spieler sagt. Wie gesagt, lasst euch da bitte nicht beirren davon. Also klar, es ist nur ein 1-Minuten-Video und ich glaube auch, dass viele von den anderen YouTubern das garantiert in weniger Zeit hinbekommen hätten. Aber ich habe da echt etwas über eine Stunde dran geschnitten, weil ich musste mir die ganzen einzelnen Szenen natürlich zusammensuchen. Das ging ja nicht so ganz einfach und dann habe ich natürlich jedes einzelne Kurzintro sozusagen nochmal extra gemacht und dann mit Text und bla bla bla. Und ich bin ja da so auch nicht der fette Freak, der das schon seit 10 Jahren macht. Deswegen hat es schon eine Weile gedauert, aber ich fand das einfach mega geil. Also weil ich mir auch dachte, ach komm, sowas hat noch keiner gebracht. Das wäre bestimmt ganz geil. Und das hat natürlich auch, das fand ich geil, dass es von der Community so gut aufgenommen wurde. So, da bin ich wieder. Hey. 62K, wir brauchen 75, richtig? Yeah, wir brauchen 75. Sollte ohne Probleme laufen. Ich bin immer noch so ein bisschen am 1400 rumkrepeln. Hier und da mal, habt ihr ja selber gesehen, hier und da mal ein Rathaus gesniped. Und dann war es das auch schon.
Und. Ah, hier, das ist wirklich nur was für die Kobolde eigentlich. Mal gucken. Das sind so noch hier, das sind noch so eine Feinheiten. Aber ich könnte das so machen. Ich könnte die Sprungfalle hierhin tun. Dass wenn da wirklich noch. Wie gesagt, Riesen laufen da nicht lang. Weil Riesen hier ja nichts haben, wo sie hinlaufen könnten. Also an Verteidigung. Von daher ist das Banane. Aber ansonsten ist es natürlich geil, wenn man drei Riesen auf einmal wegplättet. Das ist schon ziemlich nice. Achso, es ging noch um. Genau. Pekka wäre nice. Riesenmagier 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir können ja 6 spannen. Sind natürlich jetzt auch einige. Ja, Magier habe ich jetzt nun gerade nicht, aber ich würde jetzt nochmal einen Pekka wäre bauen. Ich würde einen Pekka bauen. Dum, 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 dum. Zack, Pekka gebaut. Und Pekka fertig. So. Jetzt können wir natürlich den Riss noch voll ballern. Oh, der hat über zwei Stunden auf seinen Pekka gewartet. Das ist schon eher unschön. Achso, ja, genau. Hier nebenbei. Ziemlich krass. Ja, enge Situation. Wir haben gleiche Anzahl an Deaths und Attacks. Ja, und wir liegen ganz knapp hinten. Gucken wir mal kurz rein, wenn nicht gerade meine Truppen schon. Nö, die sind noch nicht fertig. Nein, die sind noch nicht fertig, aber ich muss mal gerade gucken. Ich habe da nämlich ein bisschen wenig Riesen. Oh, ich habe einen übelsten Wallbreaker-Überschuss. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Dann lieber da ein paar Giants noch reinballern. Passt. Super. Genau 62k. Ja, 62k. Ah, ich bin, wie gesagt, ich bin halt ein bisschen durcheinander. Kurz nochmal reingucken. Into the Kriegsereignisse and we have something here. Angefangen. Das ist doch schon mal nett. Das ist doch schon mal 4 Minuten nach Ende. Jetzt gucken wir mal. Von 7 auf. Ach so, ja, genau. Das war. Den habe ich mir sogar angeguckt. Wo ich dachte, ah, schade. Das hätte sogar noch ein 3-Star werden können. Aber am Anfang wurden die Truppen ein bisschen komisch gesetzt. Mit den Riesen, das ist vollkommen in Ordnung. Das sehe ich gar nicht wild irgendwie. Das passt. So, mit dem Magier. So, was war? Ja, egal. Soll mich jetzt nicht interessieren. So, guckt mal. So, jetzt da wurde wieder ein Magier nass gemacht. So, jetzt der Golem. Obwohl, so verkehrt ist das so gar nicht. Aber der Golem muss natürlich schon einiges einstecken, klar. Genau. Ja, stopp, stopp. Ich denke mir, hä? So verkehrt war das ja jetzt bis jetzt nicht. Und dann kam diese Nummer. Das. Alter, was ist denn mit meinen Handys los? Kleinen Moment, bitte kurz warten. Die drehen ja heute richtig am Zeiger. Und zwar hier, also wie gesagt, mit den Mauerbrechern, dass da eben wirklich richtig, richtig viele reingeballert wurden. Guck mal, ich meine, das ist natürlich super. Die sind gleich durchgekommen, aber es sind natürlich doch ein bisschen sehr viele gewesen. Ich meine, klar, er ist auf Nummer sicher gegangen und sagte sich, gut, okay, komm, somit komme ich wenigstens in den inneren Kreis. Aber ein paar weniger hätten es auch gemacht. Aber okay, das war jetzt nicht, wer weiß, wie so ein mega fetter Fail. So, innen drin halt, klar, wir haben jede Menge Magier in dem Bereich, die ja natürlich ordentlich splashen können und der King wird geheilt. Damit hat man natürlich immer gute Karten, klar. Jetzt noch in Rage reingeballert, so. Und jetzt merkt man dann aber schon, gut, okay, hier ist noch richtig was am Start mit den Magiern, aber ich glaube, die gehen auch gleich down. Ich glaube, da war irgendwas, obwohl die sind hier noch gut. Die frechen Frettchen, ja, okay, da ist dann Ende gewesen. Schade, weil nämlich bis zu diesem Zeitpunkt hätte man noch sagen können: Hey, komm, ich meine, es sind noch ordentlich Magier in der Tüte, aber dann ist die Tüte leider gerissen. Und dann war leider der Druck raus, weil sonst ist ja nicht mehr so mega viel hier. Ist jetzt nichts, was man jetzt nicht mehr clearen könnte. Schade, dass der Pekka darum gerannt ist, dann hätte der. Ja, so.
Aber ihr wisst selber, hätte Fahrradkette, das gilt nicht. Aber ist auf jeden Fall eine knappe Sache und das sogar als erster Fight. Nett. Jetzt hau ich noch einen Angriff raus, wenn ich das hinbekomme. Und dann... Jo. Dann war es das gleich wieder für dieses Video. Ist schon wieder viel zu lange. Viel zu lange. Aber man macht es ja gerne. Nee, bloß wie gesagt, jetzt halt mein Augenmerk wirklich aufs Alex, aufs Dunkle. Dass ich da halt wirklich noch ein bisschen was in dieser Zeit machen kann. Dass ich den King vorantreibe auf jeden Fall. Also mir gefällt es ja schon, ja, es ist nicht synchron. Mir gefällt es ja wirklich schon, dass ich gesehen habe, ey, komm, jetzt hier wirklich ein Held wirklich pennt immer. Das ist eine nice Nummer. Aber ich weiß auch, dass ich diesen Vorsatz höchstwahrscheinlich nicht halten kann. Weil wie gesagt, jetzt ist das noch Pillepalle. Ich meine, komm, was sind 75 KD, Alex? Ist jetzt nicht so der Renner? Könnte man auch mitnehmen, wa? Könnte man, aber das lohnt sich nicht. Hinten und vorne nicht. Und was sind 75k? Das ist nichts. Aber wenn ich dann irgendwie bei 150k stehe, ist das dann nicht mehr so lustig. Und lohnt sich auch nicht zu blitzen bei 1,4? Obwohl doch, ja, weil er ringsherum halt eben noch einiges am Start hat. Da ist es dann in Ordnung, denke ich. Ja, 600, das ist okay. Dann die Blitze fast komplett bezahlt mit dem Alex schon wieder. Also habe ich da nicht sozusagen einfach nur Alex gewastet, sondern ging schon. Klar hätte man jetzt warten können, bis man irgendwie einen 3K-Gegner hat, logisch. Aber ist halt nicht. Nee, reicht mir nicht. Ah, auch, boah, ganz ehrlich, der Loot ist echt schon nice. Ich meine, das Dunkle ist jetzt nur echt nicht viel. Da gibt es nicht viel, da sind garantiert irgendwelche Fallen. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn ich jetzt 200k Alex ist jetzt auch nicht so wenig. So, jetzt gucke ich mal, was da ist, ob da jetzt Sprungfalle oder Bombe ist. Ich meine, ich hoffe ja eher Bombe. Sprungfalle wäre nicht so lustig, bitte. Ja, Bombe, okay. Bombe ist okay. Damit können wir alle leben. Jungs und Mädels, das wollen wir sehen. Das ist doch auch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Schön, schön die mit den Kobis die Mauerbrecher, also den Mauerbrechern Deckung gegeben und dann einfach schön die Mauerbrecher in den Bereich geschossen, wo man sie hinhaben möchte. So ein paar Kobis hier. Will ich jetzt meine CB leer machen? Ist die Frage, ja, ich möchte es. Und ich guck mal, ich gehe mal nochmal wieder ein bisschen ran. Mal gucken, wann die hier ihr Zeug... Ja, geil. Also wir können hier, glaube ich, schon langsam starten. Nee, starte bitte. Ja. Press the button to start. The Goblin Attack. Directly in the face. Zack, los geht's. Bitte nicht. Ah, bitte nicht. Ah, gut. Ja, ihr wisst ja, ihr kennt das selber. Die blöde Kanonenkugel fliegt auf eure Goblins und ihr denkt euch, bitte, bitte rennt. Rennt einfach nur weg. Egal wohin, aber rennt bitte. Ja, okay, der letzte Rest ist natürlich egal. Da stehen wir natürlich voll drüber. Und dann passt das auch. Das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das mit dem Däumchen und sowas, das lasse ich mal. Das kommt nicht so gut an. Nee, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut in anderen Videos gerne vorbei. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.